Da ist das Ding. Und ich komme gar nicht hinterher, hier neue Videos zu machen, weil in dieser Woche so viel passiert ist. Nicht nur, dass die Erdgeschossdecke drauf kam, nein, wie ihr seht, war auf einmal ist ein Dach da. Und das ist sogar dicht. Erstmal werfen wir aber einen Blick auf dieses schwarze Paket, denn das sind, Auflösung vom letzten Mal, unsere USB-Platten für unseren Spitzboden. Das heißt, der Fußboden für unseren Spitzboden kommt da angeflogen und den haben sie einfach hier hochgehoben. Er spart uns eine Menge Arbeit. Wir mussten nicht durch Treppenhäuser etc. jede einzelne Platte schleppen, sondern lediglich da hochhieven, wo später unser Dachboden sein wird. Und das war am Wochenende tatsächlich sehr schnell gemacht. Wie sah das aus mit dem Dachstuhl? Da kommt erstmal ein Riesen-LKW und bringt die Einzelteile. Die werden dann zusammengelegt zu solchen Winkeln. Und diese Winkel werden dann mit einem anderen Riesen-LKW aufs Dach gehoben, jeder einzeln. Der LKW ist auch der Grund dafür, warum wir kein Zeitraffer-Video haben, denn der stand im Weg. Schade. Das Endergebnis seht ihr gleich, da ist nämlich dann schon die Folie drauf. Und mit den Trag- und Konterlatten ist das Dach dann auch ready, um eingedeckt zu werden. Also fünf fleißige Handwerker, ein Tag Arbeit, schon hat man ein Dach über dem Kopf, im wortwörtlichen Sinne. Am Schluss des Zeitraffers habt ihr uns gerade fürs Richtfest ausladen sehen. Das wird natürlich richtig gefeiert. Der Richtkranz ist in Position und wenn ihr wissen wollt, wie man ein Richtfest in 3 Tagen organisiert, lest unseren Blog. Fehlt nur noch, richtig, der Richtspruch. Jo, Ja. das reicht. Prost, ja, Prost! genau. Frauen und Männer, Ruhezeiten, grüßen stolz aus dieser Höhe, wo nach alter Zunftgazette hier als Zimmermann ich stehe. Verklungen sind des Hammers Wege, es weigt die Axt, es ruft die Säge. Zum Preise klaut der Zimmermann, so gut er es nur eben kann, den herrlichen, stolzen Bau, der sich hebt zum Himmelsblau und unter unseres Meisters Hand zu aller Freude hier entstand. Nun müssen andere noch vollenden, den Bau mit kunstgiebten Händen, das innere Schmücken sorgsam aus, dann wird's wie wahr ein prächtiges Haus. Nun frage ich die Bauherren vor aller Welt, ob ihnen der Bau wohl gefällt. Jawohl! Prost! Prost! Prost. Den Bauherren werde Glück und Heil und all ihren Angehörigen stets zuteil. Wir mit ihnen schaffen von früh bis spät, dass ihnen auch alles wohlgerät. Und so wie dieses Glas hinaufgestiegen, soll es in Scherben hinunterfliegen und 100-fach zerschellen und 1000-fach dieses Gebäudes Glück erhellen. Sehr gut. Dankeschön. Natürlich dürfen zu diesem Anlass auch T-Shirts nicht fehlen, die die eindeutige Aufgabenverteilung auf der Baustelle regeln. Richtfest war klasse und ins Wasser gefallen ist entgegen dieser Aufnahme auch nichts, denn das Dach war ja bereits dicht. Auch am nächsten Tag ging es sportlich weiter. Wer kleine Kinder hat, braucht nämlich keinen Wecker mehr. 7:45 ging es nämlich schon wieder los zur Baustelle und mit diesem Vorher-Nachher-Bild sage ich Tschüss und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert einfach unseren Kanal.